Levin Blum, 1-0 gegen Grasshopper Club. Es hat ein Stück Arbeit, aber ein sehr verdienter Sieg. Ja, es ist so. Ich glaube, ein verdienter Sieg. Ja, wir müssen kämpfen, wir müssen alles reinfallen in das Spiel. Es war nicht einfach gewesen. Unsere Kurve war zu gewesen, aber ich glaube, das Stadion ist gleich da gewesen, hat uns unterstützt. Nach der Winterpause ist es immer ein bisschen schwierig, in diesen kalten Temperaturen wieder ein bisschen in den Rhythmus zu kommen. Wir haben das gut probiert umzusetzen und ich glaube, schlussendlich haben wir verdient können gewinnen. Zwar nur 1-0, aber es sind 3 Punkte. Man hat viele Chancen gehabt, normalerweise sind wir sehr effizient. Heute ist das vielleicht etwas, was nicht so gut war. Ja, es ist so. Ja, wir haben viele Chancen gehabt. Wir müssen dort definitiv effizienter sein. Aber eben, wie gesagt, schlussendlich haben wir die 3 Punkte, haben wir das erste Spiel können gewinnen in dieser Rückrunde. Und so können wir weiter schauen. Du warst entscheidend beteiligt an diesem 1-0. Du hast dir Assist gegeben. Wunderschöne Aktionen bei mehreren Stationen, wo der Ball zu dir kommt und du hinterher lässt für Rudani. Ja. Ich denke, den muss er jetzt einfach machen. gute Aktion. Ich habe dort Seitenlinie den Ball frei. Ich sehe den Donat im Rückraum. Und ich glaube, ganz allein gewesen. Und er sehr schön, wie er ihn gemacht hat. Und schön, ihm können gewinnen. Also. Alle haben ihm es mega gegönnt. Das ist sein erster Treffer in der Superliga überhaupt. Wie war das Feiern? Da sind dann alle dort zur Cornerfahne gesackt und die ganze Bank ist schon noch gekommen. Sehr, ja. Es war ein schöner Moment. Wir mögen es ihm alle sehr gönnen. Ja, ich mag es jedem gönnen, der das Goal kann schiessen kann. Er hat eine längere Durchstrecke und sehr schön, dass er die heute beenden konnte. Ich freue mich für ihn sehr. Jetzt seid ihr eigentlich ideal gestartet, also so gestartet, wie wir wollen, mit diesen 3 Punkten in die Rückrunde. Es wird eine lange Rückrunde, wir haben viel, viel Spiel und die Europäer sind schon noch dabei. Jetzt nächste Woche geht es gegen FC Basel auswärts. Freust du dich schon auf diesen Match? Definitiv, ja. Jetzt haben wir uns wieder eine Woche zum Vorbereiten. Nach auswärts in Basel, ich freue mich drauf. Hoffe, können wir wieder ein gutes Spiel liefern und die nächsten 3 Punkte sammeln. Und Kurve wird dort sicher wieder auch dabei sein. Das ist sehr schön, da freue ich mich drauf. Und wärmer wird es, glaube ich, auch. Das ist auch gut. Also, Levin, hopp Ibe. Danke, hopp Ibe. Bei uns der Matchwinner Donat Rudani. Gratuliere zu diesem 1-0 fantastischen Treffer. Die ersten Treffer in der Super League sind alle dem gebrochen nach dem Goal. Ja, also es hat wirklich lange Zeit genommen. Aber zum Glück habe ich endlich mein erstes Super League-Tor erzielt und für einen Sieg für die Mannschaft 1-0. Ich bin sehr froh, dass ich der Mannschaft geholfen habe. Ja, eigentlich hast du 2-0 noch auf dem Fuß. Stimmt, also ich habe das letzte Aktion noch. Aber es ist, ich habe bis am Schluss, ich denke, alles gut gemacht, aber ja, der Goalie spekuliert auch ein bisschen, ich muss auch ein bisschen besser machen. Und es wäre gut mit dem Doppelpack, aber ja, ein Tor ist auch nicht schlecht. Das ist auch ein guter Start. Genau. Und man hat auch gesehen, wie dem Jubel die ganze Mannschaft muss dir extrem gönnen. Was bedeutet dir das? Ja, es freut mich sehr. Das zeigt, dass die ganze Mannschaft ist hinter mir gewesen. Die haben mir immer sehr, sehr viel, ich habe mit jedem so sehr gut geredet, jeder hat mir immer geholfen, jeder ist hinter mir gewesen. Und es freut mich, dass eben heute hat auch die Mannschaft das gezeigt, die ganze Mannschaft kommt. Wir haben alle zusammen gejubelt. Es kommt ja nicht von nichts. Auch die ganze Mannschaft hat, oder viele haben gesagt, mit denen, die wir geredet haben, du hast eine fantastische Vorbereitung gespielt jetzt auf die Rückrunde. Was hast du anders gemacht? Was ist passiert? Ja, ich weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen Glück vielleicht. Und es ist so, Fußball, es gibt einfach Momente, wo ich auch heute so wirklich das gespürt, dass vielleicht es wird heute ein Moment gewesen. Und vor, dass ich reinkomme, nochmal der Trainer hat gesagt, komm, jetzt ist dein Tag heute, du musst einfach liefern. Und ja, es ist so, dass jetzt fehlen ein paar Spieler und wenn kommt die Chance, dann muss man einfach liefern und gute Leistung zeigen. Ja, das hast du jetzt gemacht. Also, man redet wieder mehr über Donat Rudani, was sehr, sehr schön ist. In der Woche geht es bereits weiter in Basel, auswärts. Genau. Jetzt kommt eine wichtige Trainingswoche für dich. Ja, sicher. Sehr, sehr wichtige Trainingswoche. Und wir werden das gut vorbereiten für den Sieg in Basel. Also, Donat, wir gratulieren ganz herzlich. Wir schauen dir das alle sehr gerne.